Oh, die schläft ja. Und da sind ganz viele Rosen. Ich weiß, das ist Dornröschen. Der kleine Hund schläft, glaube ich, auch. Schau mal, eine Witzekatze. Es war einmal ein König und eine Königin, die alle Tage sprachen, ach, wenn wir doch ein Kindlein hätten, aber sie bekamen immer keins. Als nun die Königin eines Tages im Garten saß, sprang ein Frosch aus dem Wasser, kam zu ihr hin und sagte, dein Wunsch wird dir erfüllt werden. Bevor ein Jahr vergangen ist, wirst du ein Mädchen zur Welt bringen. Was der Frosch sagte, geschah. Bevor das Jahr zu Ende ging, bekam die Königin ein Kind, das so schön war, dass der König vor Begeisterung beschloss, ein großes Fest abzuhalten. Der König lud nun nicht nur seine Verwandten und Freunde zu dem Fest ein, sondern alle guten Feen des Landes, damit sie sein Kind segnen sollten. Es gab 13 dieser Feen in seinem Land. Da er nun aber nur 12 goldene Teller hatte, hatte er eine von ihnen nicht eingeladen. Das Fest wurde nun mit aller Pracht gefeiert. Und bevor es zu Ende war, beschenkten die Feen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, eine weitere mit Reichtum und aller schönen Dinge. Als 11 der Feen ihre Sprüche aufgesagt haben, trat jedoch plötzlich die 13. herein. Sie war wütend und gekränkt, dass sie nicht eingeladen war. Und ohne jemanden zu grüßen oder ein Wort zu sagen, flog sie herein und rief laut, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein weiteres Wort zu sprechen, kehrte sie um und verließ den Saal. Alle waren entsetzt und erschrocken. Da trat die 12. Fee hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Weil sie jedoch den bösen Fluch nicht aufheben konnte, sagte sie, es solle kein Tod sein, sondern nur ein 100-jähriger Schlaf, in den die Königstochter fällt. Der König, der nun seine Tochter zu retten versuchte, ließ den Befehl aus, dass alle Spinnräder und Spindeln im Land zusammengebracht und verbrannt werden. An die Mädchen aber haben sich im Laufe der Jahre alle guten Wünsche der Feen erfüllt. Es war so schön und sittsam und freundlich und lieb, dass jedermann, der es ansah, es lieb haben musste. Es geschah nun aber, als das Mädchen gerade 15 Jahre wurde, dass der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen alleine durch das Schloss ging. Es schlich durch allerlei Gänge und Räume und kam schließlich an einen alten Turm, lief die Treppe hinauf und kam an eine alte hölzerne Tür. Als sie nun vor der alten Türe stand, erschien plötzlich ein verrosteter Schlüssel im Schloss. Sie drehte ihn um und die Tür sprang auf. Dahinter saß an einem Spinnrad eine alte Frau und spann ihren Flachs. Das Kind, das noch nie ein Spinnrad gesehen hatte, sagte, »Guten Tag, altes Mütterchen, was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?«, sagte das Mädchen. Das junge Mädchen war neugierig. Nun setzte auch sie sich in das Spinnrad und versuchte zu spinnen. Jedoch im gleichen Augenblick, wo sie das Spinnrad berührte, stach sie sich in den Finger und wurde unglaublich müde. Sie torkelte zu einem Stuhl, stürzte hinein und fiel augenblicklich in einen unendlich tiefen Schlaf. Und mit ihr alle Menschen des Schlosses. Der Koch, der gerade am Ofen stand und kochte, zusammen mit all seinen Mägden, schliefen augenblicklich ein. Selbst die Fliegen an der Wand, selbst die Pferde im Stall, selbst das Feuer stand plötzlich still, als würde es schlafen. Die Wachen vor dem Schloss fielen Rücken an Rücken gegeneinander und fielen in einen tiefen Schlaf. Als nun der König und die Königin mit ihrer Begleitung nach Hause kamen, fielen auch sie sofort in einen tiefen Schlaf. Rings um das Schloss fingen nun Rosen und eine Dornenhecke an zu wachsen, die Jahr für Jahr höher wurden und das ganze Schloss umgaben. Nun verbreitete sich aber im Land,
das Gerücht von der schlafenden Königin hinter den Dornhecken. Und viele Jünglinge machten sich auf, um in das Schloss zu gelangen. Aber es war, als hätten die verzauberten Dornen Hände und würden nach den Leuten greifen. Es war kein Durchkommen. Niemand gelang es, durch die Dornhecken zu kommen. Alle blieben sie hängen und kamen nicht mehr weiter. Nach vielen, vielen Jahren kam wieder mal ein Königssohn durch das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornhecke erzählte. Hinter der Dornhecke soll ein Schloss verborgen sein, in dem eine Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit 100 Jahren schliefe. Als der Königssohn das hörte, machte er sich auf zu dem Schloss, denn er wollte das schöne Dornröschen sehen. Nun waren die 100 Jahre aber um und die Zeit sollte kommen, an dem Dornröschen wieder erwachen sollte. Als er sich nun aber dem Schloss näherte, wichen die Dornhecken von selbst zurück und machten ihm den Weg frei. Und hinter ihm taten sie sich wieder wie eine Hecke zusammen. Als der Königssohn in das Schloss kam, fand er nun all die schlafenden Leute vor. Auch die Hunde vor dem Tor und die Pferde im Stall. Alle schliefen tief und fest. Als er am Thronsaal vorbeikam, sah er den König und die Königin dort sitzend und schlafend. Und alles war so still, dass er seinen eigenen Atem hören konnte. Und schließlich kam er zu dem Turm und öffnete die alte hölzerne Tür, hinter der Dornröschen auf dem Stuhl lag und schlief. Da lag sie nun und sie war so schön, dass er die Augen nicht von ihr abwenden konnte. Nun bückte sich der Prinz herab und gab ihr einen Kuss. Und kaum hatte er sie mit den Lippen berührt, schlug sie die Augen auf und sah ihn an. Der Prinz erschrak, aber sie schaute ihn freundlich an. Da gingen sie zusammen herab in den Thronsaal, wo auch der König und die Königin erwachte. Und überall erwachten die Leute, in der Küche, die Wachen vor dem Tor. Alle erwachten, die Pferde im Stall und die Fliegen an der Wand flogen weiter. Und alle sahen sich erstaunt an. Die Tauben auf dem Dache zogen ihr Köpfchen unter den Federn hervor und flogen davon. Danach wurde ein großes Fest gefeiert. Und Dornröschen und der Königssohn heirateten und lebten von da an glücklich bis an ihr Lebensende.